Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession auf der Hopfach im LS19. Heute direkt mit Verstärkung mit dem Paraderos, der ist schon direkt mit dabei. Ja, und wir haben Großes vor, haben wir, ne? Ja. Denn Ja. da ihr letztens noch ein bisschen bei Anton unterwegs wart und habt da zu Ende gehäckselt, sind unsere Felder auch eigentlich so gut wie alle fertig, bis auf zwei. Die haben noch eine Wachstumsstufe, glaube ich, die sie machen müssen. Und wir haben uns jetzt ausgeklügelt, dass wir mit unserer Wiese anfangen und die erstmal weghäckseln. Dass wir unsere Silos ein bisschen befüllen. Wir gucken, was bei rauskommt. So eine Million ungefähr, sagt Paraderos, passt in einen Bunker rein. Wir haben zwei davon. Dass wir erstmal ja, eine halbe Million Gras reinschmeißen, jeweils in, also weil wir beide zwei Bunker haben, jeweils eine halbe Million Gras, wenn wir so viel zusammenkriegen. Und die andere Hälfte dann auffüllen mit Mais, dass wir ein bisschen Mischsilo haben. Ich Klingt mal. vermute, wir werden wahrscheinlich auch noch Mais dann überbehalten, aber den können wir zur Not dann auch noch ernten, dann haben wir schon mal was auf Lager. Das würde ich mal so sagen. Ja, dann ich schwinge mich mal in den Häcksler rein, mach mich hier startklar, du machst meinen Abfahrer und. Verdichten können wir, wie wir Lust und Zeit finden, abwechselnd, wie auch immer. Können auch halbe Wiese häcksel ich, die andere Hälfte du, wenn du willst. Haben wir schon ein Schild? Ein Schiebeschild steht oben, tatsächlich, ja. Oben. Bei den Bunkern, in dem Unterstand. Okay, dann nehme ich nämlich gerade den 1050, würde den schon dahin fahren und dann mir einschnappen, um die abzufahren. Ja. So, einmal als Admin anmelden. Und ich muss auf jeden Fall mal meine Spiele-Sounds wieder leiser machen. Ich muss das Spiel auch neu laden. Was heißt neu Ist. installieren? Da es ja dieses Problem gab mit dem 1.3 Beta-Patch. Jetzt macht er hier wieder Kamerabewegung aus, Rückblicken an, aus, passt. So, jetzt haben wir das. Dann hole ich mir auch gleich den Krone Cargo wieder. Irgendwie ruckelt's. Aber das ist nicht mein. Sch also, das ist das Spiel selber. Das liegt nicht an meinem PC. Ich glaube, deine Shader müssen sich neu laden, kann es sein? Das Was Zwischenspeicherdinge. könnte vielleicht durchaus sein. War bei mir auch, wo ich es neu installiert habe. So, Krone Cargo haben wir. Achso, jetzt kann ich mir natürlich das Schneidwerk nicht mit. Ja, doch, das muss ich mir dann gleich anhängen vorne. Nee, kann ich. Da komme ich gar nicht ran. Haha. Also nochmal den Cargo abstellen. Mal das Schneidwerk hier ein bisschen zur Seite ziehen. Fährt sich auch ganz komisch. Dieses Wackeln von der Kamera ist voll ungewohnt. Wackeln von der Kamera. Ich habe irgendwie ist das bei mir alles eklig gerade, habe ich das Gefühl. Also, das ist, fühlt sich an wie ein fremder Rechner, ohne Witz. Ja, bei mir fühlt sich das alles voll laggy an. Die Reifen drehen auch voll durch und sowas. Ja, das ist, irgendwie stimmt das mit diesem Sicht-Mod-Ding da nicht. Irgendwas. Sobald ich fahre, lenke, dann dreht sich das gesamte Bild in die Richtung, wie ich lenke. Ja, das kannst du ausstellen. Steuerung C. Kommst du in das Menü? Die nennt sich wie die Einstellung? Das ist Adaptive Lenkung. Kamerabewegung, musst du ausmachen. Alter, mein. Was? Hä? Perfekt. Vielen Dank. So, jetzt muss ich noch mal kurz unterbrechen hier. Ich muss noch mal kurz aus dem Spiel raus. Ja, das war das, genau. Boah, danke schön. Ich habe das echt gesucht. Ja, gibt mal eben einen kleinen Cut für euch. Ich muss hier mal eben raus, weil irgendwie haben sich schon hier meine Todzonen vom Lenkrad umgestellt. Ja, meine Freunde, die Pause oder die Unterbrechung wegen der Dead Zone ist vorbei. Ja, leider mit der schlechten Nachricht, wenn ihr euch mal eben umguckt. Wir waren jetzt hier mal eben locker 20 Minuten, oder auch vielleicht schon länger am Werkeln, bis mir aufgefallen ist, dass meine Aufnahme nicht läuft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann jetzt halt hier einfach weiter. Habt
hab da halt ein bisschen was verpasst. Das sind nämlich gerade die letzten Bahnen, die wir jetzt hier auch mit dem Gespann fahren. Den Rest der Wiese mähen wir. Weil wir auf jeden Fall auch noch Heu brauchen und ein wenig Gras für die Schafe wollen wir auch noch stehen lassen. Ja, dumm gelaufen. Tut mir leid, dass ihr jetzt 20 Minuten oder auch ein bisschen mehr verpasst habt. So, ja, dann sind wir hiermit jetzt durch. Eigentlich eine recht schnelle Nummer. Ja, dann können wir das Rohr einklappen. Den zusammenklappen. Kann man nicht mehr klappen. Nee, aber hier können wir das Rohr noch einfahren. Wunderbar. So, dann ist der wieder in seiner Ausgangsposition. Ja, wir haben ziemlich viel geschnackt eigentlich in der ganzen Zeit schon. Wir haben jetzt circa 250.000 Liter, also wir haben gedacht, dass doch deutlich mehr von der Wiese runterkommt. So schnell täuscht man sich. Wir haben jetzt circa 250.000 oder 270.000 mit dem bisschen, was immer mehr drin ist. Im Bunker, den Rest füllen wir dann einfach mit Mais auf. Mais haben wir auf jeden Fall noch jede Menge am Start. So, jetzt erstmal das olle Schneidwerk hier wieder gerade drauf positionieren. Weil das hasse ich so am auf dem Serverspiel, ne? Ist hier einfach Reaktionsfreudigkeit von den Geräten und so ist einfach gleich null. So, ich hoffe, das liegt halbwegs anständig. Jetzt ist natürlich Olle Deichsel hier wieder verbogen. Weiß der Geier warum. So, so kann ich es auch anhängen. Oh, Handbremse. Komisch, jetzt geht die Handbremse auch mal rein, wenn man aussteigt. Was war das jetzt? Paraderos, bist du rausgegangen? Nein, ich habe geschrieben, wie viel drin ist. Ach so. Okay, wie viel? Weil ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, da steht irgendwas. Ah, ich kann auch gleich mal eben gucken, wie viel das ist. 276.000 Ungrad. Ja, das ist okay. Da können wir auf jeden Fall mit anfangen. Diese Hauptsache, mir war einfach der Aspekt wichtig, dass wir ein bisschen Mischsilage haben, ein bisschen was aus Gras und halt Mais auch. Kommt dem einfach näher, wie es im Real Life ist. So, mal gucken, dass ich hier halbwegs vernünftig rankomme. So nah wie es geht. Ja, sieht gut aus. So, abstellen und. Ne, schon dreht sich die Deichsel wieder weg. Ich hasse es. So, dann können wir den eben erstmal beiseite stellen. Den brauchen wir später wieder, wenn wir Mais häckseln. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Ich verdichte schon schnell das, was drin ist, oder? Kannst du machen, ja. Dann muss das nachher nicht mehr so in Übermassen verdichten. Ja, das ist gut wie gemacht. So. Okay, dann schnapp ich mir. Du hast jetzt den Ladewagen da hinten, ne? Ja, den habe ich vorne an der Kreuzung Ja, stehen okay, lassen. dann steig ich da mal eben ein. Und fahre nämlich mal eben den ein. Alter, hier ist er. Den ein Dings beiseite. Ladewagen brauchen wir da ja gleich wieder. Oder zumindest später dann. Dann bringe ich mir erstmal den Cargo nach Hause. Möchtest du dann gleich mähen oder ist dir das eher unlieb? Das kann ich machen. Was machen wir mit dem ganzen Gras überhaupt? Wo kommt das hin? Das, was wir jetzt mähen, kommt überwiegend ja erstmal, wird Ins erstmal Silo, oder? gewendet zu Heu. Das kommt dann in unser
Lager rein, das, was wir ja haben. Ja. Und das Gras, was für die Schafe ist. Das ist eine verdammt gute Frage, ne? Wo ich tatsächlich überlege, ob wir vielleicht doch Grasballen pressen. Können Wobei, wir doch machen. im Grunde ist es alles Banane, weil feuchtes Gras packst du weder ins Lager noch presst du daraus Ballen, weil es weggammelt, ne? Ja. Aber die Ballen, die könnte man gut bestimmt, ja doch, die kann man doch hier neben den Silos gut lagern, hinstellen und fertig. Ja, die würde ich sogar So. vielleicht einfach bei den Schafen ins Ohne Regal mit Schuh. reinpacken oder beziehungsweise unters Regal. Denn Ja, dort werden irgendwo sie wird dann ja gebraucht werden. gebraucht. Ja. Ja, ich glaube, das machen wir so. Dann pressen wir ein paar Grasballen, fangen wir damit an und den Rest. Dann haben wir auch optisch ein bisschen was. Sehen wir, wie viel wir haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, dann hau ich hier gleich mal die Presse dran. Ach ne, erstmal brauchen wir den Schwader, bevor wir pressen. Schwader ist hier. Dann kann das auch auf. Jetzt brauchen wir nämlich gleich erstmal alles. Hier steht die Presse. So, ich habe, ja, dadurch, dass ich mein Spiel neu zu musste, auch meine Tasten wieder neu belegen müssen und irgendwie. Ich habe das ein oder andere wieder ein bisschen umgelegt. Jetzt nehme ich doch den neuen Ballenwickler, den ich gar nicht wollte. Erstmal den Schwader haben. Irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen. Silo macht. Ja, Silo fahren macht auch Bock. Mache ich auch recht gerne. Jo, Hauptsache ich jump hier erstmal voll hoch. Wo ist unser Rasenmäher? In der Garage noch. Da ist er. Jetzt auch das erste Mal zum Einsatz kommt. Das Verdichten geht rasend schnell. Das ist Wahnsinn. Ja, 75, 78, ist ja auch noch nichts drin. 8. Wahnsinn. Deswegen macht es auch Sinn, das jetzt einmal zu verdichten, weil die Masse muss dann ja schon mal nicht mehr mit verdichten. Ja, selbst wenn, man hält sich in Grenzen. Wenn es jetzt so ein kleiner Fiat wäre oder so, dann würde ich mir da an den Kopf klatschen. Dann stehe ich dir den Rasenmäher hier mal hin. Ja. Steht da schon an der Wiese, oder? Ja, ich bin gerade angekommen. Ja, ich bin schon bei 84%. Ich mache das jetzt einmal so auf 90 oder so und dann komme ich rüber, dann mähe ich das. Oh, ist aber ein schweres Gespann für die schmalen. Oder ja, doch schmalen Pflegereifen. Und überall ist diese scheiß Kamerabewegung an. So, alles einstellen Das hier. ist schon ätzend irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum ständig die Handbremse angezogen ist nach dem Ruckel nach dem Aussteigen. Weil da, wo ich sonst ausgestiegen bin am Lenkrad, ist jetzt die Handbremse. Okay. So, jetzt komme ich mal zum Silo gelaufen und gucke mir mal an, wie es aussieht. Ich freue mich ja auch schon darauf, wenn wir hier eigentlich theoretisch im Dunkeln arbeiten, weil die Silos sind mega ausgeleuchtet. Das habe ich schon mal nachgeguckt. Ja, das ist ja irgendwie noch gar nichts hier drin. Das ist ja mau. Ist. Aber Ha. verteilen tut sich das auch nicht so toll beim drüberfahren, ne? Naja, aber ich kann es drauf anlegen. Moment. Ja, das habe ich beim letzten Mal, wo ich mir auf der Ravenport so ein bisschen, da habe ich auch schon gemerkt, alle Huckel kriegst du nicht raus. Jetzt. Das war im 17er war das deutlich Ah, cooler. das geht schon. Wenn ich jetzt das Schild so ein bisschen höher mache, dann. Ja, aber im 17er hat sich das alleine, wenn du drüber weggefahren bist, nur mit den Reifen hat sich das ordentlich verteilt.
Ja, das haben sie angepasst, dass das voll minimal ist. Ja. Im Vergleich zum 17er.